bewegt zum Zoll. Ja, Mann. Heute mal ein bisschen was anderes. Könnt ihr sehen, was wir so außerhalb vom Kartenshop machen. Autofahren. Krasse Musik noch. Hoffe, die gefällt euch. Oh nein! So Leute, wir waren gerade beim verrückten Eismacher, haben uns was gegönnt. Was hast du dir gekauft? Ich habe hier Kinder Bueno und Cookie zum Probieren. Was hast du? Auch Kinder Bueno, Honigmelone und Spezi zum Probieren. Schmeckt Spezi. Ja, Mann. Letztes Mal hatten wir Döner. Ja. Das hat echt nicht so gut geschmeckt. Hat die Zwiebel rausgeschmeckt und das Fleisch. Ja, Mann. Diesmal hat der Leberkäse im Angebot. Ja. Aber diesmal haben wir uns nicht getraut. Nee. Wer hat das Eis jetzt noch auf und dann geht's zum FT. Ja, Mann. Da treffen wir Tati und dann drehen wir ein paar Videos für euch. Seid ihr bereit, Jungs? Oh mein Gott, Tati! Warte, ich mach meinen Tuch. Verpiss dich, Barsch. Du bist ein Opfer, Mann. Ganz ehrlich, Mann. Wir machen Tor, glaub mir. Und dann mach die Punkte Rücken aus und dann mach den hier. Rücken! Ganz ehrlich. Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Mit haben wir den Tunesier, der uns sein Cosmodeck präsentiert. Kann ich loslegen, ja? Ja, klar. Er ist von Burning Abyss über auch zu Cosmo gewechselt. Ja, weil ich einfach glaube, dass das Deck besser wird. Es wird auch besser. Schauen wir mal, ne? Ey, Tati, Mann, das ist selten langweilig. Zeig mal deine Ordnung. Oh, Alter, Mann, mit Lauter hast du 100 Mal gesehen, Mann. Was willst du da noch? Vielleicht brauche ich irgendwas. Ja, was denn, Mann? Ja. Keine Ahnung, weißt du, so viele Karten, keine Turniere. Ich check's einfach nicht. Was kann man denn machen schon? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich hätte was gelesen. Was denn? Ein Zombie-Zocker. Er veranstaltet doch ein Turnier am 28. Echt? Ja. Zombie-Zocker? Der von, hier, Leipzig. Ja, genau. TCG Warehouse. Ja, Mann. Genau, da können wir doch hingehen und mitspielen. Er hat doch auch ein Ding im Market, oder? Ja, genau. Ah, es ist der. Ja. Echt, fahren schon die Turniere. Ja, heute 28. Cool. Wir spielen heute mit, fahren wir. Ja, okay. Nicht? Ja, Mann. Schauen wir. Auf geht's. Alles easy locker. Mit Zombie-Zocker. Das heutige Wort für das Gewinnspiel heißt Spiel. Übrigens, das heutige Wort ist uns. Genau. Habt Spaß. Natürlich, das heutige Wort lautet mit. Und das heutige Wort ist Ultimate. Das heutige Wort, wenn ihr es noch nicht gehört habt, ist Guard. Der Gegner, den Schaden, den du genommen hast. Ja, stimmt. Das ist echt krass. Also eigentlich, es ist halt eigentlich ein Mirrorforce mit einer Art Ring of Destruction. Genau. Oder ein Gem Knight. Entschuldigung, im Gishki. Und das habe ich hier hinter mir München. Hier war das, ich leide mein guter Freund, zwei hier. Oh mein Gott, du bist so hässlich, Mann. Oh yes! Alter, wo hast du denn? Hast du echt ein von dir und zwei von der Tiefung, oder? Oh mein Gott. Meine Freunde lassen mich nicht im Stich, Mann. Richtig softy. Alter, du lässt mich bis zur letzten Sekunde leiden. Muss ja, muss. Illegales Doping hier. Oh mein Gott. Der Booster ist verboten worden. Die gibt's nicht mehr legal zu kaufen. Wie läuft dein Necrostack so? Nicht gut, ne? Ja, er hat immer alles. Ja, ja. Kann man sich beleidigen? Kann man sich beleidigen? Weiß auch nicht, Mann. Du enttäuscht deine Fanboys. Wie sich bei der DM hinhalten? Wie sich bei der DM hinhalten? Ich glaube nicht. So, wir haben jetzt AskDBT. Nein, was ist das? AskDBT, Mann. Ja, war schon richtig. Sprich, wir versuchen alle eure Fragen, die ihr habt, ja, egal, kann man das sagen, egal. Egal was, fragt uns einfach. Thema, genau, egal wir versuchen was Thema. Zu beantworten und was dazu erzählen und keine Ahnung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach, wir haben jetzt extra für euch ein Video gemacht, das ist unsere erste Ausgabe hier. Schreibt in den Kommentaren, was ihr Fragen habt
ob wir Frauen, Kinder haben, was wir in nächster Zeit spielen werden, welche Karten geil sind, wie krass, wie lang mein Bart ist, ist egal. Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier mit Barisch, aka GB Kollege, der uns endlich mal, nachdem ihr tausendmal gefragt habt, sein Gravekeeper-Deck zeigt. Also heute lief es zwar nicht so gut, ich stand zuerst 3-1 und dann habe ich verloren gegen Burning Abyss Spieler. Der musste auf Deckton spielen, ich war im Kartenvorteil, Lebenspunktevorteil. Gegen was hast du alles heute gespielt? Eigentlich gegen jedes Metadeck einmal Necros, einmal Shadol, einmal Burning Abyss, einmal Settler, was gibt noch? Einmal Infernoid und ein Cosmo. Ja, ich stand erst 3-1 und dann 3-3. Letzte Runde hatte ich keine Lust mehr, aber ich gebe euch mal jetzt Deck Profile. Sie dachten, sie könnten Plus machen oder so. Dann. So, wir werden mal hier Wasser draufschütten und schauen, was passiert mit der Wasser. Ist bereit. So, im Ernstfall schauen wir doch jetzt mal. Damit sie noch ein bisschen verwischen, können wir hier waschen. Bemerken wir erst jetzt, hoppla, unsere Flasche ist ja ausgelaufen. Dann schauen wir uns doch mal an, wie die Flasche ist. Okay, die Farben bleiben eigentlich alle gleich. Nichts ist passiert, die Matte hat sich voll gesaugt mit Wasser. Bleiben die Farben auch, wenn man sie noch rein. Also ich glaube, die Matte bleibt so, wenn wir sie dann wieder trocknen. Also das ist schon mal ein sehr guter Punkt, dass die Farben auch gleich bleiben. Ich hoffe, das bleibt auch, wenn man sie dann, also wenn man es mit Zuckerwasser macht, jetzt mit Cola oder so, weil man jetzt das normale Wasser benutzt, ob sie dann auch irgendwie haften bleiben. Deswegen ansonsten echt gut, die Matte. Servus Jungs, hier sind wir im FT München. Heute war ein cooles Turnier, das Qualifier für das Local Legend Duel List Series in Berlin, das Finale. Heute hier ein geiles Turnier. Wir haben schon zwei Qualifikanten. Erste hier, John, hat sich im FFB qualifiziert. Heute Dimitris alias Kuchin Hüger. Ja, richtig geil. War ein cooles Turnier. Wir haben sogar noch. Wie war's heute? Heute war echt geil. Viele Spieler waren da. Man konnte viel traden. Auch viel spielen gegeneinander. Die Line denn aus Regensburg waren dort. Ja, die haben alle verloren. Du krasser Kerl, was hältst du von dem 19? Schon krass, oder? Sag das bitte nochmal. Ich glaube, ich werde erster Mann. Kaufst du? Kaufen wir ihn ab. User Turn. Vorne Badisch. Kaufen wir ihn für Plus. Tom, was machst du mit dir? Was macht der? Er ist Trainer geworden. Was macht der wohl mit dir? Tom ist Trainer geworden. Tom, mein bester Freund. Hey, das sag ich zu Team. Das war nicht die Freund. Tom, hast du Badisch gesagt? Ich so, nee, für mich. Oh mein Gott. Wie ernsthaft? Ja? 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 Sag doch ehrlich, lass mich nicht rein jetzt vor Kamera, Alter. Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Wir haben hier Dennis Bockmann, der wird uns mal sein Deck zeigen, mit dem er in letzter Zeit unsere Online-Liga dominiert. Servus Jungs, also ich spiele Salzmann Performance. Was geht ab, Leute? Team Obelt hier. Ich habe heute 3 Cases für euch von dem neuen Booster, Secrets of Eternity. Weiß noch nicht, wie ich das machen werde, aber 3 Cases echt eine Menge sind. Ein Case dauert ja schon 45 Minuten oder so immer. Deswegen habe ich mir wahrscheinlich überlegt, werde ich nur die Highlights zeigen. Also nur die Booster, wo Holos drin sind. Er macht so. Symposa. Er macht so. Kommt Herkules. Er macht so Herkules. So. Das ist nur so ein Blatt da, Alter. Er macht so. Das ist einfach. Mach diesen Arm, Mann. Der ist so geil. Wie geht der richtig? Ja, ich mach auch richtig. Noch ohne Kuh. So fest. Nichts. Was geht ab, Leute, zum Bubble Tier? Die Bubble Tier hier, Top 32 DM. Mit dem Trader. Mit dem krassen Trader aus der Wurst.
alles drin. Ihr wolltet das sehen, bester Satella-Spieler. Wir wollten ein bisschen Ordner anschauen, ich habe ein bisschen Lust gemacht. Hier ein bisschen Cash gemacht und so noch. Geil. Dreckprofile. Zeigt euch, was ich gespielt habe. Ich kann nicht fahren, ich bin tot. Ich weiß. Ich bin immer noch tot. Diese Party! Ich singe jetzt bitte! Ich stehe auf die! Johnso, komm back, ich gewinne gleich von dir. Wieso? Er buckt den Ding. Geh mal. Gut gemacht, ciao. Wow. Was sagst du dazu, Afghaner? Bruder, der hat rasiert mich. Er hat echt rasiert, Mann. Ja, und nächste Woche rasieren wir, oder? Ja, nächste Woche. Komm, du weißt Bescheid, neue Turbo, Blackwing, nächste Woche Tag Team. Tag Team, Icarus, Blackwing. Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Hab mit Kojiro Hyuga, unserem Infernal-Spieler. Hat er bei dem Turnier mitgespielt. Wie bist du gegangen? So, Leute, ich bin 5-1 gegangen mit dem Deck. Ob ich Quali kriege, ist noch fraglich. Die Standings kommen noch. Aber insgesamt ist das Deck heute sehr stabil. Und ja, ich möchte gerne jetzt hier mal mit David Bild sein, mit dem ich heute sehr weit eigentlich ziemlich alles gerissen habe heute. Yo, Leute, wir sind wieder da. Kurze Unterbrechung wegen der Preisverleihung. Hat er vorbeigeschaut? So Leute, ich möchte kurz mitteilen, es ist jetzt rausgekommen, ich habe die Quali bekommen, also hat sich das Deck heute auf jeden Fall bewiesen. Und wir sind sicher als Stage 2 mit dabei, 3 von unseren Leuten sind, haben sich qualifiziert. Okay, wer ist der Booster entscheidend? Booster. Wenn ihr wer hier für nichts ist, verliert die Wette. Was denn die Wette? Nice. Wie viel? 5 Kugeln haben wir gesagt, oder? Nein, 4. Jo, 50 Euro. 5 Kugeln haben wir gesagt, oder? Rare. Wie viele Kugeln haben wir gesagt? 1. Ich habe die Wette gewonnen! Die letzte Super Rare! Oh mein Gott. Zeig nochmal alle Karten. Seid ihr so? Ja. Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier mit einer speziellen Ankündigung. Schön. Okay, es kam echt schnell, aber Leute, echt so schnell. Schön, guten Tag. Und hier, schön, guten Tag. Ich mach so gerne. Warte. Ey, ganz ehrlich, Kimi, da hast du jetzt drauf gesagt, warte schnell. Warte, schön, guten Tag. Schön, guten Tag. Warte, setz mal ruhig. Ja. Wir haben heute mal was anderes, und zwar Wrestling-Karten. Da wir zwei hier Wrestling-Fans sind und eigentlich auch der Rest vom Team. Yo, servus Leute, Yuki-Fans. Heute fangen wir mit der ersten Ausgabe von Bubble TV an. Das war meine Idee und ich habe heute den ersten Special Guest, Sean Banks, aka The Beast. Oh mein Gott, wie ich diesen Moment genieße. Hey, ich bin der Mirror-Match? Ja. Alter, wie tot, Mann. Oh mein Gott. Okay, der D-Bank Schneider hat gewonnen. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mir's.